Hey Leute, das sind die Adidas Copa Mundial in der Blackout Edition. Blackout Edition deshalb, weil der Adidas Copa Mundial zwar immer schon schwarz produziert worden ist, aber bei dieser Version sind selbst die drei Streifen in einem schwarzen Design gehalten. Das heißt, diese Adidas Copa Mundial sind von anderen Fußballschuhen kaum zu unterscheiden und heben sich kaum auf dem Rasenplatz ab. Mit dem schwarzen Copa Mundial setzt ihr ein echtes Zeichen, wenn es darum geht, puristische, einfache Fußballschuhe zu haben, die wirklich nur durch das Ledermaterial überzeugen. Auch die Blackout-Edition kommt dabei aus 100% Känguru-Ledermaterial im Obermaterialbereich. Das heißt, ihr habt Fußballschuhe, die besonders weich sind und sich gut dem Fuß anpassen und die wirklich einen guten Komfortstandard haben. Highlight beim Adidas Copa Mundial ist allerdings der schwarze Look mit den schwarzen Streifen. Einzig und allein das Adidas-Logo im Rückraumbereich sowie der Adidas-Schriftzug im seitlichen Bereich der Schuhe zeichnet die Schuhe als Copa Mundial aus. Im unteren Bereich erhaltet ihr wie beim klassischen Copa Mundial die Rundnockensohle. Die Rundnocken ermöglichen dabei einen weichen Auftritt, eine gute Druckpunktverteilung und sorgen dafür, dass ihr bekannt guten Grip habt auf dem Rasenplatz. Meine Frage an euch: Wie gefällt euch der Copa? Sagt ihr, der Copa Mundial in Schwarz ist wirklich nochmal ein Highlight? Oder sind euch zu wenig Unterschiede im Vergleich zum normalen Copa? Lasst es mich wissen über Facebook, YouTube und Twitter. Wie immer gibt es den Link, wo es die Fußballschuhe bei uns im Shop gibt, direkt in der Beschreibung. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare.